Hallo Mädels, ich möchte erneut mit einem Was ziehe ich in einer Woche Video anfangen. Und zwar fange ich direkt mit dem ersten Look an. Ich werde zwar eine Woche drehen, aber die Woche fängt nicht von Montag an. Dennoch werden es am Ende 7 Outfits sein. Ich fange jetzt sofort mit dem ersten Outfit an. Ich fühle mich super wohl, das Wetter ist ja super schön. Ich werde mir klar was drüber anziehen, aber ich wollte euch das mal jetzt so zeigen. Ich habe mich für einen Mango-Rock entschieden, den ich jetzt neu gekauft hatte, aber wegen dem Wetter nicht anziehen konnte. Für mich war der jetzt so eher etwas sommerlicher und feiner. Deswegen habe ich das jetzt erst jetzt anziehen können. Das war aber im Mango Sale aktuell und da waren voll viele. Ich habe euch das auch in meinem Stories in Instagram gezeigt, den habe ich nämlich auch in Grau gekauft, aber auch den Grauen habe ich noch nicht angezogen. Aber ich finde das einfach super schön, dass der so einen Innenrock darunter anhat, dass ich nichts darunter anziehen muss. Das ist wirklich so extrem wichtig. Dann komme ich zu dem Oberteil, was ich auch sehr schön finde. Es ist schon sportlich, aber ich ziehe sehr gerne ja sportlich mit schicken Röcken an. Ich liebe es einfach. Das habe ich von Pull & Bear. Ja, Pull & Bear nur für 5 Euro, Leute. 4,99 € hat der genau gekostet. Und das ist hier so ein etwas Fledermausartiger, so ein sportlicher Sweatshirt. Aber finde ich sehr schön und ich mochte das einfach wirklich sehr, weil ich wusste, dass ich dazu einfach ein richtig passendes Kopftuch habe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber die Farben sind genau identisch. Wirklich genau identisch. Und ich finde das sehr schön. Mein Kopftuch ist von Wisch, wie immer. Mein Oberteil, wie gesagt, Pull & Bear, 5 Euro, 15 Euro mein Rock von Mango. Eigentlich ganz schön Schnäppchen-Outfit sozusagen. Und meine Schuhe, die ich ja immer und immer wieder euch zeige, die von TK Maxx, ja, das sind keine Markenschuhe. Dennoch finde ich sie sehr schön zu vielen kombiniert und ja, sind auch sehr schön bequem. Das ist hier mein Outfit, wobei ich mich wirklich sehr wohl fühle. Hey Freunde, ich zeige euch jetzt meinen zweiten Look. Und zwar trage ich hier eine Kette, zeige ich direkt mal, aus H&M, die ich nur für 1 € gekauft hatte letztens. Ja, ich habe einfach einen Body an, das eigentlich sogar ein bisschen länger ist. Ich hatte jetzt meinen kurzen in der Wäsche, aber es ist einfach ein Oberteil. Also einfach ein weißen Shirt habe ich an. Ich weiß nicht mal, von wo der ist. Dann habe ich hier mein Cardigan aus ASOS an. Ich sag ja, ich liebe mittlerweile diesen kurzen Cardigans. Einmal finde ich die Farbe voll schön bei dem und die Knöpfe voll schön braun, holzmäßig. Aber allgemein finde ich die Kürze voll schön, weil ich ja gerne Röcke und Kleider anziehe und dann finde ich die Länge am optimalsten, wie ich das jetzt mit dem Rock so kombiniert habe. Der Rock ist aus Zara, den hatte ich euch auch gezeigt. Der hat schön ein Innenfutter, sodass ich nichts darunter anziehen muss, dass der blickdicht ist. Ist das Wichtigste und das Gutste, finde ich. Allgemein kann man das auch ohne jetzt zum Beispiel ohne den Cardigan einfach kombinieren und ich würde mich wohlfühlen. Dazu habe ich jetzt einfach mein braunes Kopftuch angezogen, den man nicht bügeln muss. Den hatte ich aus so einem Bazar, glaube ich. Ich kann mich nicht so ganz erinnern. Ist ein sehr alter Stück hier, aber auch einer meiner Lieblingskopftücher vom Stoff her, weil man es nicht bügeln muss. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ja, dazu habe ich auch meine Zara Sneakers angezogen, damit das schickere Auto doch ein bisschen sportlich ist, weil zu schick wollte ich jetzt auch heute nicht unterwegs sein. Ja, das habe ich dann einfach mit den Sneakers angezogen, die ich aus Zara auch aus dem Sale habe. Ich glaube, die hatten 20 Euro dann gekostet. Ja, voilà, das war auch schon mein Outfit für heute. Guten Morgen, Freunde. Kommen wir zu dem nächsten Outfit und es ist das Leichteste, was zu kombinieren ist, einfach ein Maxi-Kleid anziehen. Ihr wisst, wie ich das gerne mag. Der Grund dafür, warum ich es mag, ist auch einer der Gründe, weil es zeitlich einfach schneller geht. Ich habe mir nämlich einfach ein Maxi-Kleid angezogen, der von Monki ist. Den habe ich erst gestern für 10 Euro bei Monki Sale gefunden. Habe das jetzt auch einfach auch mit meinen Boots angezogen. Die Boots habe ich aus Kroatien seit Jahren, wirklich seit Jahren nutze ich die auch. Ja, das ist dann einfach auch schon mein Outfit. Einfach ein Maxi-Kleid. Und ich finde das hier von Monki sehr bequem, weil das gar nicht figurbetont ist, wie ihr seht. Und ja,
in der Größe S, nein, XS, für 10 Euro. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Dann habe ich wieder den einen Kopftuch an, was ich euch denn schon in der Woche gezeigt habe. Auch so gebunden, wie ich das gerne schnell binde. Ja, das war es auch schon. Tut mir leid, dass ich hier Chaos habe. Aber naja. Mein Outfit für heute. Mehr ist auch nicht. Ich habe keinen Schmuck, keine Uhr, nichts an. Aber falls es mir zu kalt sein sollte, habe ich ein Cardigan. Hallo Freunde, kommen wir jetzt zu dem nächsten Look. Ich war heute den ganzen Tag zu Hause. Ich habe mich jetzt umgezogen, weil wir heute Abend zu einer Feier eingeladen sind. Dementsprechend habe ich mich versucht, etwas zurückzuhalten, aber dennoch so ein bisschen schick anzuziehen. Ihr werdet jetzt so sehen, was ich damit meine. Ich habe mich jetzt genau so angezogen. Ich habe einen Rock, den ihr, falls ihr mir schon länger folgt, schon kennt. Den hatte ich damals mal als Versuch alleine genäht, aber hatte auch gut geklappt. Auch ganz leicht gewesen. Ich würde ein Video hochladen, wie ich diesen Rock hier geschnitten habe und zurecht genäht habe mit der Maschine. Aber ich habe das selber vom YouTube geguckt, deswegen könnt ihr einfach gucken, wie man denn einen A-Rock oder einen Tellerrock, glaube ich, heißt das, schneidet. So habe ich das nämlich gemacht mit einem richtig relativ dicken Winterstoff. Darüber habe ich ein Poloshirt in Beige angezogen, der von Sarah ist. Und über dem ganzen Outfit habe ich jetzt eine Jacke angezogen. Höchstwahrscheinlich kann das sogar sein, dass ich gar nicht die Jacke ausziehen werde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Feier gefeiert wird, deswegen habe ich mich auch ein bisschen versucht, ein bisschen weniger aufzutakeln. Und ja, ich wusste jetzt nicht, wie man dort sitzt, was man dort macht. Deswegen habe ich jetzt auch die Jacke so angezogen, sodass ich die nicht ausziehen muss. Die Jacke ist aus ASOS, die müsstet ihr auch eigentlich kennen, aber die ist relativ, relativ alt. In einem sehr schönen Stoff, der so feste ist, wisst ihr, was ich meine? So fallend, aber dennoch in einem schweren Stoff. Ja, dazu habe ich mein Kopftuch aus Primark angezogen. Damit das ein bisschen schicker wird, habe ich jetzt Absatzschuhe angezogen. Falls ihr mich auch hierbei kennt, ich mag eigentlich nicht so sehr Absatzschuhe anzuziehen. Aber ich wollte das ein bisschen auftakeln sozusagen. Ja, die Schuhe sind aber nicht in einem Schwarz, auch wenn das jetzt gerade so aussieht. Es sind in dem Ton aber etwas dunkler. Den hatte ich aber auch vor Jahren bei Primark gekauft und gar nicht angezogen. Naja, jetzt habe ich die Möglichkeit, heute den zum ersten Mal anzuziehen. Als Tasche werde ich meine neue Sarah-Tasche anziehen, den ich sehr, sehr schön finde. Und dieser Ton ist genau derselbe wie die Schuhe. Ich habe mich jetzt wirklich so richtig erdtönig angezogen. Ja, jetzt muss ich mich aber auch beeilen, weil meine Bahn kommt. Wir werden uns nämlich draußen treffen. Und dann kommen wir zu dem fünften Outfit. Und zwar werde ich heute nur zur Uni gehen, also nicht zur Arbeit. Dementsprechend habe ich mich sportlich angezogen, muss eine Hausarbeit anfangen zu schreiben. Und ja, dafür habe ich jetzt von Modernisa den Zweiteiler aus der Marke Everyday Basic angezogen. Einfach den Zweiteiler mit einer Kette aus Wisch angezogen und hier einen Schal, der auch aus, seht ihr den? Der auch aus Primark ist. Das ist aber nicht derselbe wie gestern. Ja, den habe ich etwas sportlicher gebunden. Ein Knoten hier hinten, eine Seite hier nach vorne gebracht. Mehr habe ich eigentlich auch nicht gemacht. Und dann die Schuhe von Sarah. Und voila, ist mein Outfit, mein sportliches Outfit komplett. Und ich kann direkt zur Uni bequem lernen gehen. Hey Mädels, kommen wir zu dem nächsten Outfit. Und zwar heute habe ich mich komplett grün angezogen. Von Kopf bis Fuß in Grüntönen. Ich habe hier eine Weste, die ich aus dem Flohmarkt hatte, der aber etikettiert von Pull & Bear war. Sogar 35 Euro sollte es regulär gekostet haben, aber ich habe es für 5 Euro gekauft, gar nicht benutzt. Fand ich super, das war so ein Schnäppchen, hatte ich euch aber auch gezeigt. Das ist so ein grün-beige Jeans-Weste, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, aus Pull & Bear. Dann habe ich einen Wickelrock aus ASOS in so einem gerillten Stoff. Darunter habe ich wieder meinen Body angezogen, der eigentlich normalerweise länger ist. Und darunter habe ich immer, wie ihr merkt, unter jedem Rock oder unter jedem Kleid immer meine Boots an. Ja, das sind wirklich meine Lieblingsboots. Die sind so bequem, die ziehe ich seit genau 3 Jahren an. Ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht. Das war schon mein Outfit für heute.
Ich fühle mich sehr angenehm, wohl. Mein Kopftuch habe ich heute ein bisschen anders gebunden. So ziehe ich gerne mein Kopftuch an, wenn ich Zeit habe, dass ich hier so ein X sozusagen mache. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Mal schauen. Morgen ist der letzte Tag. Hallo Freunde, ich möchte euch meinen letzten Look zeigen, und zwar den siebten und letzten Look. Ich habe mich heute sehr sommerlich angezogen, weil es draußen super schön warm ist. Ich werde sogar eine Sonnenbrille gleich tragen. Ich zeige euch direkt mal mein Outfit. Und zwar, ich habe mich für ein Hemd aus H&M entschieden. Es ist ein Oversize-Hemd, den ich relativ neu gekauft habe. Ja, den habe ich erst vor 2 Tagen geliefert bekommen. Ich liebe es. Der hat nur 4,50 € gekostet. Und ja, die Farben gefallen mir wirklich sehr. Und ich liebe auch allgemein karierte und Oversize-Hemds. Ich finde es einfach super schön. Dazu habe ich auch ein Kopftuch aus H&M kombiniert. Also ein Schal habe ich als Kopftuch umfunktioniert. Dazu habe ich auch einen H&M-Gürtel kombiniert, den ich in der Größe L kaufe, damit ich den so anders binden kann. Und zum Schluss zeige ich das Schönste von meinem Outfit, finde ich. Und zwar mein Jeansrock. Der ist aus ASOS. Ich liebe es. Leider ist er nicht mehr verfügbar. Allgemein bei ASOS sind die Röcke sehr schön, sehr schnell. Also ich finde sie sehr schön, aber sehr schnell vergriffen, sodass ihr direkt, falls ich das euch in Instagram zeige, nachkaufen müsst. Sonst könnt ihr das nicht mehr im Nachhinein machen. Ich finde es leider schade. Aber ich selber habe auch meistens einige Röcke nicht bekommen können. Das hier ist einer meiner Lieblingsröcke, weil ihr seht, von der Länge her passt das bei mir genau. Ich liebe E-Röcke, die hier in der Mitte Knöpfe haben. Ja, ich finde es einfach schön. Perfekt wäre, wenn der hier auch noch Taschen hätte. So wäre das ein Tick sportlicher. Dazu habe ich auch diese Markenschuhe angezogen. Hier die, ich weiß gar nicht mal, wie die ausgesprochen werden. Ja, das war auch schon mein letzter Look. Also 7 Outfits habe ich euch gezeigt. Ich hoffe, dass euch die 7 Looks, also Outfits allgemein gefallen haben und dass ich euch irgendwie inspirieren konnte. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr bis zum Schluss geschaut habt, und wünsche euch einen super schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, eure Hijabflos.